Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Leistungssteigerung Chiptuning. In diesem Video erklären wir euch, worauf es ankommt, wie man sein Fahrzeug prüfen kann, welche Bauteile eine Rolle spielen bei einer Leistungssteigerung und welche Fahrzeuge dafür geeignet sind und welche nicht. Sogar die Hersteller, wie zum Beispiel BMW, bieten mittlerweile Leistungssteigerung an. Denn es ist ein lukratives Geschäft und daher gibt es auch zum Beispiel von M-Performance bestimmte Leistungskits, Motorsteuer, Ladekühler und das Auto hat dann entsprechend mehr Leistung. Natürlich kann man das auch anders machen. Die Motorsoftware kann man überarbeiten und durch die Überarbeitung kann man mehr Leistung generieren. Doch wie gesagt, nicht jedes Fahrzeug ist dafür geeignet. Nicht nur die Laufleistung oder das Alter spielt eine Rolle, sondern der Zustand. Denn zum Beispiel ein Fahrzeug kann wie der hier 80.000 gelaufen haben, aber in keinem guten Zustand sein. Es gibt aber auch Fahrzeuge, die 100.000, 120.000 gelaufen haben, viel Autobahn gefahren sind und entsprechend ist der Zustand super. Warum ist das wichtig und wie kann man das prüfen? Man kann das leider nicht auf dem Prüfstand testen, ob euer Fahrzeug technisch im vernünftigen Zustand ist. Das ist leider nicht möglich. Die einzige Möglichkeit ist, man hat einen Originaltester von dem Hersteller, in dem Fall BMW, und mit dem BMW-Tester kann man verschiedene Sachen prüfen. Was ist da für uns entscheidend und was ist wichtig? Wir müssen einfach verstehen, welche Probleme hat so ein Fahrzeug und diese einzelnen Probleme sollte man halt abklappern. In dem Fall fangen wir mit dem Softwarestand an. Dieses Fahrzeug ist aus 2015 und ihr seht, das Auto hat immer noch die alte Motorsoftware. Das heißt, das Auto hatte noch nie ein Software-Update bekommen. Warum ist das für uns wichtig? Weil die Motorsoftware ist ja die Software, die wir überarbeiten bei einer Leistungssteigerung. Was bringt uns eine alte Software zu überarbeiten, die jetzt in dem Fall 5 Jahre alt sind, wo Prozesse wie Partikelfilter nicht perfektioniert sind? Deswegen macht es Sinn, in jedem Fall vorher ein Software-Update zu machen, damit man die aktuellste Software hat, die halt dann entsprechend perfektioniert sind, wo die Fehler verschwunden sind und die aktuellste Software dann entsprechend halt Leistung zu steigern. So ein Motor-Update können wir immer machen. Wir sind direkt mit BMW-Server verbunden und können vor einer Leistungssteigerung entsprechend halt das Update machen. Kommen wir zu den wichtigsten Problemen des Motors. Worauf muss ich achten, wenn ich mich zum Beispiel entscheide, so ein Fahrzeug halt Leistung zu steigern? Ein Problem bei BMW sind die Dreiklappen. Und zwar, wir haben eine Ansaugbrücke. Bei der Ansaugbrücke haben wir Dreiklappen. Diese Dreiklappen verkoken. Und wenn die zum Beispiel verkokt sind, wie in dem Fall bei diesem Fahrzeug, dann bricht oder brechen die Dreiklappen die Regeneration des Partikelfilters ab. Das heißt, man muss schauen, in welchem Zustand sind die Dreiklappen. Der Partikelfilter sorgt dafür, dass Abgase, die aus dem Motor rauskommen, gefiltert werden und irgendwann bei einer Regeneration gereinigt werden. Der Partikelfilter ist eine sehr, sehr wichtige Schnittstelle, denn wenn der Motor es nicht schafft, seine jetzigen Abgase loszuwerden, wie soll er denn damit klarkommen, wenn man ihm noch mehr Abgase hinzufügt durch eine Leistungssteigerung? Daher kann man auch einen Partikelfilter prüfen, wie ist die Beladung. Wenn er eine relativ hohe Beladung hat, kann man ihn reinigen. So eine Reinigung ist nichts Dramatisches. Wir haben dann ein spezielles Konzept, wo der Kunde halt wo wir eine Notregeneration einschalten, der auf die Autobahn fährt und dass wir das erstmal zum vernünftigen Zustand bringen. Injektoren sind auch sehr, sehr wichtig. Die Injektoren spitzen den Kraftstoff ein. Wenn die Injektoren verkoken, wie zum Beispiel in diesem Fall, hier kann man zum Beispiel verkokte Injektoren sehen, dann spritzen sie natürlich nicht ideal ein. Und wenn sie nicht ideal einspritzen, dann ist das natürlich für uns ein Problem, weil durch die Injektoren wird mehr Kraftstoff hinzugefügt. Wichtig ist auch zum Beispiel ein Getriebe. Wenn so ein Fahrzeug zum Beispiel viel gelaufen hat, dann ändern sich die Adaptionswerte. Wenn an dem Getriebe nie was gemacht wurde, keine Spülung, kein Ölwechsel, keine Wartung, dann ist natürlich klar, dass so ein Getriebe einen relativ hohen Verschleiß hat. Und wenn wir zum Beispiel eine Leistungssteigerung machen und die Drehzahlbegrenzer werden entfernt, damit so ein Fahrzeug mehr dreht, dann haben wir natürlich auch durch die Mehrleistung, durch die entfernte Drehzahlbegrenzer auch natürlich auch eine Mehrbelastung aufs Getriebe. Die heutigen Fahrzeuge sind leider nicht mehr für die Ewigkeit gebaut. Deswegen muss man immer vor einer Leistungssteigerung die einzelnen Komponenten prüfen, damit es einem halt nicht teuer wird. Das, was teuer wird, wird nicht von der Leistungssteigerung kommen. Das heißt, nur weil ihr Auto Leistung steigert, wird irgendwas kaputt gehen. Nur das Problem kann schon vorhanden sein und ihr wisst das nicht. Deswegen ist vielleicht nicht optimal, zu dem und dem Zeitpunkt eine Leistungssteigerung zu machen, wenn vielleicht man etwas anderes machen sollte. Natürlich bieten wir auch Leistungssteigerungen an, können wir euch alles machen, ist kein Thema. Nur in dem Video müsst ihr auch verstehen, man muss das Fahrzeug prüfen. Wenn so ein Fahrzeug zu uns kommt, wir prüfen alles durch. Alle Komponenten, die man prüfen kann, werden alle durchgeprüft. Nur wenn das Fahrzeug technisch in Ordnung ist, wird das Fahrzeug auch leistungsgesteigert. Sonst nicht.
Die Datensätze, die wir dafür verwenden, entwickeln wir natürlich nicht selber. Das ist auch völliger Quatsch, weil es gibt keine Firma weltweit, die alle Fahrzeugmarken, alle Softwarestände, alle Motoren für die Software schreibt. Das ist technisch nicht möglich und auch nicht sinnvoll, weil da gibt es viel zu viele Nuancen. Deswegen kaufen wir die Datensätze bei dem ein, wer uns die beste Leistung bietet. Denn der Datensatz kostet überall dasselbe, mehr oder weniger. Deswegen, man sollte es dort kaufen, wo einfach man das beste Produkt für sein Geld bekommt. Wie bei einem Vergleichsportal, so muss man sich das vorstellen. Alle Leistungssteigerung wurde auf dem Prüfstand entwickelt. Das heißt, wir haben Daten, was so ein Fahrzeug halt bringt. Wenn wir feststellen, das Auto ist technisch in dem Zustand, wird der entwickelte Datensatz verändert. Das heißt, der wird angepasst. Wenn man zum Beispiel sieht, die Injektoren sind nicht mehr unbedingt die besten oder das Auto hat ein bisschen mehr gelaufen, dann wird natürlich die Leistung zurückgeschraubt. Daher muss man auch immer da kaufen, wo die Leute auch tatsächlich von der ganzen Thematik auch eine Ahnung haben und nicht einfach immer Copy-Paste und einfach immer das Gleiche halt, Hauptsache mehr Leistung. Aber es geht nicht um die Leistung, sondern es geht darum, dass das Fahrzeug durchspritzig fährt, vernünftige Leistung liefert, aber auch langlebig ist. Wenn ihr an sowas Interesse habt, kommt gerne vorbei, wir prüfen das Fahrzeug, wir machen eine Diagnose, ihr seht selber, was Sache ist und wenn das Fahrzeug gesund ist, nur wenn es gesund ist, macht das halt Sinn. Viele von euch sind sehr weit von uns entfernt und haben leider nicht die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Für diese bieten wir die Möglichkeit an, dass wir euch ein Kabel schicken und über eine Fernwartung eine Leistungssteigerung anbieten können. Dabei prüfen wir das Fahrzeug vorher elektronisch, schauen die einzelnen Komponenten, über die wir gesprochen haben, schicken euch Screenshots per WhatsApp oder per E-Mail, dann könnt ihr auch sehen, was ist Zustand. Entsprechend diesem Zustand wird der Datensatz angepasst und das Fahrzeug wird optimiert. Wenn ihr da auch Interesse habt, meldet euch bei uns gerne telefonisch per E-Mail und dann werden wir euch da helfen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.